Zeit für ein neues Fazit, Zeit für ein neues Reiseinfovideo, diesmal über den Libanon. Wir sitzen gerade in Riad, in der Hauptstadt Saudi-Arabiens und haben 9 Stunden Umstiegszeit, um nach Thailand zu kommen. 9 Stunden, um dieses Video zu drehen. Genau, wir sind einen ganz schönen Umweg hierher geflogen. Wir sind von Beirut hierher gekommen und wir sind nicht über Syrien und nicht über Israel geflogen, was der deutlich kürzere Weg wäre, sondern über Ägypten, also einen riesigen Umweg gemacht. Die Einreise war bei uns ganz unproblematisch. Visum gibt es für 30 Tage direkt on arrival. Da gab es einfach einen Stempel in den Reisepass und das war's. Natürlich ist es immer günstig, wenn man vorher auf der Seite vom Auswärtigen Amt schaut, auch ob irgendwelche Impfungen gebraucht werden. Das war bei uns aber nicht der Fall. Dann, wenn ihr eine Unterkunft sucht, ist es ratsam, gerade in Beirut, dass man Unterkünfte bevorzugt, die angeben, dass sie Solarpanels haben, weil die Stromversorgung gerade in Beirut wirklich sehr, sehr unzuverlässig ist. In anderen Regionen ist es besser getimt, da gibt es feste Cut-off-Zeiten. Die sind meistens nachts, wo dann einfach für ein paar Stunden kein Strom da ist. Da kann man besser mit planen, aber in Beirut ist es sehr unzuverlässig mit dem Strom. Genau, und es ist auf jeden Fall sehr günstig, wenn man Dollar mit ins Land bringt, also in Deutschland schon Geld wechselt und US-Dollar mitbringt. Und genau, mehr zu den Finanzen gibt es jetzt von Max. Geld ist ein schwieriges Thema im Libanon. Es ist wichtig, US-Dollar mitzunehmen, weil es mehrere Kurse gibt. Einen offiziellen Wechselkurs der Regierung, da würde man für 1 Dollar 1500 libanesische Pfund bekommen. Der Kurs, wo aber mit gearbeitet wird, ist der inoffizielle Wechselkurs. Der schwankt sehr stark. Als wir gekommen sind, haben wir für 1 US-Dollar 39.000 libanesische Pfund bekommen. Dann ging es zwischenzeitlich hoch auf 40.500 libanesische Pfund für 1 Dollar. Dann sank es plötzlich wieder auf 35.000. Also es ist extrem am Schwanken. Wenn man mit Karte bezahlt in einem Restaurant, kann es passieren, dass man diesen offiziellen Regierungspreis bezahlt. Also der Wechselkurs 1 zu 1, 1500. Und dann wird das Essen sehr, sehr, sehr teuer. Dann würde man zum Beispiel für eine Mahlzeit über 200 Dollar bezahlen, obwohl man nach inoffiziellem Wechselkurs nur 5, 6 Dollar bezahlen würde. Alles recht schwierig zu verstehen, aber unser Tipp ist es, US-Dollar mitbringen und umtauschen. Das geht sehr einfach. Es gibt überall Wechselstuben, vor allem in Beirut, kein Problem. Von den Kosten her im Allgemeinen ist es sehr günstig, wenn man diesen Wechselkurs eben hat, gibt man wenig Geld aus. Wir waren immer essen und wenn man gut essen geht und lecker essen geht, ist man für 2 Leute mit circa 10 Dollar dabei, mit Trinken. Also wirklich sehr günstig. Auch der Transport innerhalb Beiruts, alles sehr günstig und man gibt sehr, sehr wenig Geld aus, aber US-Dollar. Das Essen im Libanon ist wirklich super, super gut. Man hat es wahrscheinlich in den anderen Videos schon gesehen. Wir haben viel gegessen und viel über Essen geredet, einfach weil wir so begeistert waren. Es ist auch sehr, sehr viel Vegetarisches dabei und es gibt super viel Streetfood. Gerade in Beirut gibt es eigentlich irgendwie an jeder Ecke Shawarma oder diese Teigfladen mit Thymian gefüllt. Es ist alles super gut gewürzt, nicht unbedingt scharf, aber einfach sehr geschmacksintensiv. Wir waren echt sehr, sehr begeistert. Zum Thema Alkohol hätten wir jetzt so gar nicht erwartet, gibt es aber durchaus, gerade auch in Kneipen oder in Bars, gerade wo das Nachtleben so tobt. Man muss aber drauf schauen, es gibt auch, oder wir haben in einem muslimischen oder eher muslimischen Viertel gelebt und waren da in einer Bar unterwegs, da erlebt man es schon auch mal, dass es dann kein Alkohol gibt. Genau, was sonst noch sehr beliebt ist, ist Shisha-Rauchen. Das gibt es wirklich fast überall, hatte ich das Gefühl, und auch einfach schon zum Frühstück. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten gibt es noch zu beachten, dass das Leitungswasser nicht zum Trinken geeignet ist. Zum Zähneputzen war es aber kein Problem. Man merkt es in der Regel auch schon. Es ist ziemlich salzig, ist mir so beim Zähneputzen aufgefallen. Und ich fand es krass, manchmal sieht man sogar so am Wasserhahn, dass sich da richtig schon so Salzkrusten bilden. Genau, also besser Trinkwasser kaufen. Vor allem in Beirut fällt oft die Elektrizität aus. Das bedeutet auch, dass die Ampeln aus sind. Und deswegen ist es durchaus schwer, die Straßen zu überqueren.
Beirutstraßen sind super voll, es sind immer Autos unterwegs und die Motorräder, vor allem die Motorroller, kommen von beiden Seiten. Also man muss wirklich höllisch aufpassen beim Straßenüberqueren. Ansonsten, wenn man als Tourist unterwegs ist, würde ich nicht empfehlen, sich in diesen Verkehr zu stürzen, sondern lieber Uber zu benutzen. Uber geht ganz einfach über eine App am Handy. Einfach einen Fahrer rufen, geht super easy. Oder auch Taxis. Wenn man vorbeiläuft, wird man andauernd angehupt. Das sind alles Taxis. Nicht unbedingt sichtbar als Taxi oftmals, aber ja, Leute wollen dann oft mitnehmen und ja, als Taxi fungieren. Hat bei uns auch gut geklappt. Ja, hat immer super geklappt, muss man echt sagen. Wenn man weitere Strecken zurücklegen möchte, bieten sich Minibusse an. Da sitzen ungefähr 10, 15 Leute drin. Ist deutlich günstiger als ein Taxi und deutlich authentischer. Die Minibusse hält man einfach an der Hauptstraße an. Die halten dann für dich an und nehmen dich mit. Am Ende der Fahrt bezahlt man, auch sehr easy und alles sehr einfach. Die Sprache, die im Libanon gesprochen wird, ist Arabisch. Hier ist auch nochmal Sigmans geschrieben. Das ist unsere Adresse, falls wir verloren gehen, wurde uns hier aufgeschrieben. Genau, wir konnten kein Arabisch und haben uns trotzdem mit Englisch super gut durchgeschlagen. Es können nicht immer alle Englisch, aber es hat eigentlich so super gut geklappt. Viele Leute sprechen auch Französisch, das klappt noch besser als Englisch, aber unser Französisch ist halt sehr eingerostet insgesamt. Sind wir aber sehr, sehr gut klargekommen. Die Leute sind auch sehr, sehr herzlich und gastfreundlich. Gerade wenn man irgendwie mal kurz aufs Handy guckt oder irgendwas bei Google Maps sucht, kommen sie schon und fragen, ob sie irgendwie den Weg zeigen können. Und von daher, Kommunikation hat echt gut geklappt. Die Landschaft im Libanon unterscheidet sich. Man hat einmal die Mittelmeerküste. Sehr, sehr viele Städte liegen daran. Da sind wir auch lang gereist. Man hat aber auch, wenn man gen Osten Richtung syrische Grenze geht, auch richtige Wüstenlandschaften, aber auch richtig hohes Gebirge, wo man auch Skifahren kann im Winter. Ansonsten, die Reisezeit, wo wir da waren, die würde ich auch empfehlen, also Richtung Herbst. Es war in Beirut immer so 25 Grad warm im Oktober, November. Man konnte trotzdem schwimmen gehen im Mittelmeer. Im Sommer wird es über 30 Grad, so an die 35 Grad. Und vor allem in Beirut, wo extrem viele Autoabgase sind und viel schlechte Luft, stelle ich mir das super anstrengend vor. Deswegen lieber Frühling oder Herbst. In Beirut sind die Leute auf jeden Fall sehr, sehr offen. Ich habe mich auch in meiner Outfitwahl nicht groß eingeschränkt. Ich habe auch viele Leute gesehen, die wirklich auch bauchfrei oder in Miniröcken rumgelaufen sind. Das war überhaupt kein Problem. Ich kann mir vorstellen, wenn es in die ländlicheren Regionen geht, dass man da vielleicht eher darauf achten sollte, sich ein bisschen bedeckter zu kleiden. Wir waren jetzt aber so gar nicht in den ländlichen Regionen, deshalb können wir da nicht so viel zu sagen. Was auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, das Freitagsgebet. Man hört es auch, wenn man so durch die Straßen läuft, dass immer mal der Muezzin singt und zum Gebet ruft. Freitags ist es so, gerade als wir heute zum Flughafen fahren wollten, dass sich extrem staut. Gerade so um die Mittagszeit, gegen 12 Uhr, machen sich dann alle auf den Weg zur Moschee, zum Freitagsgebet. Und wenn man dann irgendwo hin möchte oder irgendeinen Termin hat, sollte man frühzeitig losfahren, weil da ist die Stadt voll. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Libanon. Es warnt vor allem vor Reisen in Teile des Libanons. Vor allem in der Grenzregion zu Syrien und in Grenzregionen zu Israel. Da landet man als Touristen aber eigentlich auch gar nicht. Da sind keine besonderen Orte, die man groß besucht. Deswegen ist das eigentlich relativ uninteressant. Auch der Süden Beiruts, wo das Auswärtige Amt vorwarnt, da ist eigentlich auch nicht so viel zu sehen. Deswegen können wir das gar nicht groß einschätzen. Das Auswärtige Amt sagt aber auch, dass im Libanon die Kriminalität angestiegen ist, dass mit Demonstrationen, Protesten zu rechnen ist und dass man keine Taxis und keine Minibusse nehmen sollte. Wir haben alles gemacht. Wir sind mitten in der Nacht nach Hause gelaufen, es war stockfinster in Beirut und wir haben uns niemals unsicher gefühlt. Die Menschen sind alle nett und zuvorkommend zu uns. Man sollte sich aber nicht erschrecken, es gibt sehr, sehr viel Militärpräsenz, vor allem in Beirut. Die Präsidenten, die Ministerien und der Regierungssitz wird sehr, sehr stark bewacht. Vielleicht ein kleiner Einschub. Wir sind einmal da lang gelaufen und wir haben Soldaten sitzen sehen. Die haben sich in der Sonne entspannt
und hinter ihnen lagen schwere Maschinengewehre und wir konnten mitten in den Lauf gucken. Bisschen beängstigend, das sollte eigentlich abschrecken. Auch in Taxis und Minibussen hatten wir nie das Gefühl, dass wir übers Ohr gehauen werden oder dass es irgendwie unsichere Situationen gibt. Deswegen, der Libanon ist ein wunderbares Reiseland. Man sollte sich aber vorher unbedingt informieren, wie es gerade so ist. Wir hatten das Glück, dass wir Nabil kennen, ein guter Freund, der uns gesagt hat, wo man hinzugehen hat und wo man eher nicht hinzugehen hat. Man sollte sich vor der Militärpräsenz nicht fürchten. Es gibt extrem viel Militär und es gibt extrem viele Maschinengewehre. So viele Maschinengewehre habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Die Soldaten sind aber sehr nett. Die haben immer ein Lächeln im Gesicht und die wirken nicht so bedrohlich wie manchmal in Deutschland. Ja. Also, damit muss man klarkommen und dann steht eine Reise in den Libanon eigentlich nichts im Wege. Straßenhunde haben wir jetzt mal in Tiere allgemein umbenannt. Straßenhunde sind uns nämlich im Libanon überhaupt gar keine begegnet. Dafür aber Straßenkatzen, besonders in Beirut, begegnen die einem eigentlich überall. Ansonsten noch ein nicht so schönes Tier, was man aber auch eher selten antrifft, sind Kakerlaken. Die sind uns ab und zu mal über den Weg gekrabbelt, wenn wir halt nachts im Dunkeln nach Hause gegangen sind. Genau, wie gesagt, aber nicht überall, nur wirklich in dunkleren, dreckigeren Ecken. Und wenn man eine Taschenlampe oder ein Handylicht dabei hat, krabbeln die auch ganz schnell wieder weg.